Hallo und herzlich willkommen bei Rosub Media. Heute zeige ich Ihnen, wie man in Crazy Talk 6 zwei Darsteller gleichzeitig animiert. Ich gehe hier oben erstmal im Menüpunkt auf Modell und lade mir jetzt ein Bild, das ich vorher angefertigt habe. So ungefähr sollte es aussehen, wo die Darsteller nebeneinander sind. Die Abmessungen hier bei mir sind 800 x 600. Ich öffne jetzt das Bild und das Bild ist dann in meiner Arbeitsoberfläche und gleichzeitig geht ein Fenster auf mit der Bildverarbeitung. Wie Sie sehen, sind hier beide Darsteller abgebildet. Ich beschneide jetzt diese beiden Darsteller mit diesem Werkzeug hier oben links, das klicke ich einmal an und ziehe mir hier ein Auswahlkästchen auf mit links. Und so sollte das dann aussehen und gehe dann auf Weiter. Jetzt ist dieser Darsteller links hier markiert. Man sieht das in diesem grün-blauen Markierung im Auswahlfenster. Und hier oben sehen Sie ein Plus. Da klicke ich dann drauf. Und dann habe ich hier so ein kleines Rechteck, so ein rotes, markiertes. Und ziehe mir mit der linken Maustaste noch ein Auswahlrechteck auf. Dann ist der markiert, der rechte Darsteller. Jetzt kann ich die Punkte hier erstmal gut verteilen beim rechten Darsteller, so wie es hier in der Vorschau sein soll. So, ungefähr. Klicke mit der linken Maustaste den linken Darsteller an, mache das hier genauso. So, als Beispiel jetzt und gehe dann auf Verarbeiten. Jetzt öffnet sich das Gesichtsorientierungsfenster. Da lasse ich die Maske hier links so stehen, klicke mal den rechten Darsteller an mit der linken Maustaste und da lasse ich das auch so stehen. Hier können Sie noch später noch die Gesichtsform auswählen oder Sie machen das gleich. Ich mache das jetzt nicht, weil ich will Ihnen das bloß demonstrieren, wie man zwei Darsteller gleichzeitig animiert. Und gehe dann hier unten auf OK. Jetzt habe ich hier beide Darsteller in meinem Arbeitsfenster. Wenn ich dann mit der linken Maustaste klicke, ist das hier rot markiert, der linke Darsteller. Klicke ich den rechten Darsteller mit der linken Maustaste an, ist hier das gleiche. Ich klicke zuerst den linken Darsteller an und möchte gern ein Skript hinzufügen. Klicke hier im Menüpunkt auf Skript. Jetzt haben wir hier unsere Menüpunkte, Text in Sprache oder die Aufnahme. Ich wähle jetzt mal zum Beispiel schnell mal die Aufnahme und klicke da drauf und nehme kurz einen Text auf. Mein Name ist Cyborg und gehe auf Stopp und gehe auf OK. Jetzt wird das Skript hier unten eingefügt, wie Sie sehen, bei Charakter 1. Ich klicke jetzt mal den Charakter 2 hier unter an mit den Links. Und wie Sie sehen, Charakter 2 ist aktiviert. Das sieht man an der roten Markierung. Jetzt gebe ich hier auch ein Skript ein. Klicke hier wieder auf Aufnahme. Und ich bin Tito. Und gehe auf Stopp. Okay, jetzt hat sich das Skript bei Charakter 2 hier eingefügt. Da Charakter 2 aber erst nach Charakter 1 sprechen soll, schiebe ich das Skript hier etwas nach hinten. So, dann gehe ich mal hier auf Zurück und spiele das Ganze mal ab. Mein Name ist Cyborg und ich bin Tito. So, dieses ist jetzt der Werdegang, wie man zwei Darsteller gleichzeitig animiert. Es kann sein, dass Sie jetzt den Ton nicht gehört haben. Das liegt dann an meinem Aufnahmeprogramm. Sie können das natürlich dann auch jederzeit jetzt Charakter 1 hier unten anwählen und Charakter 2 den rechten Darsteller. Das können Sie natürlich dann alles noch verbessern mit der Ausdrucksweise, der Zeitleiste und so weiter und so fort. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, Rosub Media.